einem unbekannten Land. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Oh, guten Tag miteinander. Geht's schon los? Ich bin ein Grashüpfer, wie ihr seht, und heiße Flip. Hoffentlich gefalle ich euch. Oder ihr müsst euch schnell an mich gewöhnen. Ich komme immer wieder. Naja, wir werden schon miteinander auskommen. Im Moment weiß ich zwar nicht, was ich euch erzählen soll, denn in letzter Zeit passiert gar nicht so viel. Das Leben eines Grashüpfers kann auch ganz schön langweilig werden, glaubt's mir. Naja, immer nur hin und her hüpfen und Gras fressen ist auf die Dauer auch keine aufregende Sache. Aber vielleicht sollte man sich mal umsehen. Ein Schmetterling, ja? Na und? Ah, da hinten fliegt ein Bienenschwarm. Kommen wahrscheinlich vom Honig sammeln. Sind schon fleißige Tierchen, die Bienen. Das muss man ihnen lassen. Da kommen sie und fliegen zurück in ihren Stock. Tag, meine Damen. Na sowas. Ich grüße Sie, meine Damen. Sie könnten ruhig mal ein Tröpfchen Honig verlieren. Also, ich muss schon sagen, auch wenn Sie viel zu tun haben, guten Tag könnten Sie schon sagen. Ein merkwürdiges Benehmen ist sonst gar nicht Ihre Art. Wo ist denn nur mein Hut? Ach, da unten. Machen einen Wind, dass mir der Zylinder wegfliegt. Was denn? Die kommen schon wieder zurück? Da muss was los sein. Hallo, was ist denn geschehen? Sehr ungewöhnlich, diese Hin- und Herfliegerei. Vielleicht haben wir Glück und es passiert doch noch etwas. Tag, Kleiner, machst du einen Spaziergang? Man darf es ihm nicht übel nehmen, dass er nicht antwortet. Er kann nämlich überhaupt noch nicht sprechen. Wie die kleinen Kinder reißt er sein Mäulchen nur auf, dass man ihm was reinstopft. Ich habe eine Idee. Da im Bienenstock irgendwas los sein muss, könnten wir doch schnell mal hinhüpfen und nachsehen, was es da Besonderes gibt. Drüben bei dem Schlösschen hinter dem großen Tannenbaum ist der Stock. Was denn? Ihr wollt mich nicht reinlassen? Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Die Parole, ohne Losungswort darf keiner rein. Nun mach's aber halblang. Erkennst du mich nicht mehr? Ich bin Cassandra, die dich großgezogen hat und bei der du in der Schule warst. Cassandra? Ja, Cassandra. Heute ist großes Schlüpfen. Wenn ihr mich nicht reinlasst, ersticken eure neugeborenen Brüder und Schwestern. Ihr solltet euch die Leute schon ansehen, die ihr aufhaltet. Bitte beruhigen Sie sich, Frau Cassandra. Wir verstehen Sie ja. Aber Sie müssen uns auch verstehen. Wir haben schließlich unsere Befehle. Ich bitte euch, Befehl hin, Befehl her. Man muss doch so viel im Kopf haben, dass man weiß, wann man auf einen Befehl pfeift und eine Ausnahme macht. Wir konnten ja nicht wissen, dass es so wichtig ist. Also darf ich nun rein oder nicht? Ja, aber ja. Fliegen Sie vorbei. So, da bin ich. Ich dachte schon, ich bin zu spät. Nein, nein, wir warten schon auf dich. Es kann jeden Augenblick losgehen. Los, komm schnell! Oh, freu mich! Ah, das ist schön! Bleibt schön in einer Reihe stehen!
Was ist denn das? Ist hier niemand? Und aufgehen tut's hier auch nicht. Na, das fängt ja gut an. Hörst du das? Hm? Das muss die Maya sein. Alles muss man selber machen. Ist da keiner? Natürlich sind wir hier. Komm raus, Maya. Komm raus. Du bist die Einzige, die uns noch fehlt. Wer ist Maya? Bin ich die Maya? Und warum habt ihr mich die Maya genannt? Ja, eigentlich ohne jeden besonderen Grund. Einfach, weil jeder einen Namen haben muss. Ach so. Hast du auch einen Namen? Ja, ich bin Fräulein Cassandra. Und bis du erwachsen bist, werde ich mich um dich kümmern. Komm. Ich bin froh, dass ich hier rauskomme. Es war sehr eng. Es ist deine Schuld. Die anderen sind schon längst draußen. Warum bist du denn nicht früher rausgekommen, Kind? Weil ich gerade von Schönes geträumt habe. Was sagst du da? Eine Biene, die träumt? Na sowas. Vielleicht erzähle ich's dir mal. Es war etwas sehr Lustiges. Wie ist denn das hier? Soll ich runterhopsen oder kommst du mich holen? Nein, warte, ich hol dich schon, Maya. Nimmst du mich auf den Arm? Mein Kind, komm. Mit der Träumerei ist jetzt Schluss. Komm, jetzt fängt der Ernst des Lebens an und dafür musst du viel lernen. Warum fliegen die hier lang? Sie beginnen, sich zum Schwarm zu sammeln. Sie gehen einen Schwarm sammeln? Was ist denn das? Nein, ich sagte, sie sammeln sich zum Schwarm. Verstehe ich nicht. Das ist doch noch ein bisschen schwer zu verstehen für dich. Du musst erst einfachere Dinge lernen. So, so. Und warum machen die das? Hä? Weil wir Bienen das tun, solange wir uns erinnern können. Und warum tun wir Bienen das? Warum erklärst du es mir nicht? Aber so, dass ich auch wirklich verstehe. Also... Wie soll ich denn was lernen fürs Leben, wenn mir keiner was erklärt? Aber Kind, immer schön eins nach dem anderen. Doch nicht alles auf einmal. Komm, jetzt gehen wir zu den anderen. Na schön. Warum denn? Warum denn eins nach dem anderen? Weil dein Kopf noch zu klein ist für so viele Sachen. Warten Sie, Fräulein. Ich weiß, warum Sie es mir nicht sagen. Weil Sie es selber nicht wissen. Warum lachen Sie da? Ich finde das gar nicht so komisch. Das ist ja ein Gesumse und Gebumse. Was ist denn da los? Aha, sieht aus, als ob sie schwärmen wollten. Ach, darum die Aufregung. Dabei ist es gar nichts Besonderes. Immer wenn das große Schlüpfen vorbei ist, sind zu viele im Stock und die Hälfte muss auswandern, um sich einen neuen zu suchen. Naja, wenn schon sonst nichts los ist, ist man froh, wenn wenigstens die Bienen sperren. Maya! Maya! Nicht da rein! Nein, warum nicht? Weil du das erst später zu sehen bekommst. Und frag nicht immer warum. Du fragst einem ja Löcher in den Bauch. Da vorne ist es so hell. Was ist da? Maya! Maya! Bleib da! Da geht es raus in die Welt, nicht wahr? Aber ich darf noch nicht raus. Wenn du es weißt, komm wieder her. Guten Tag, kleines Fräulein. Ah! Na, na. So hässlich werde ich doch nicht sein, dass man vor mir erschrecken muss. Na, nun hast du eben doch Angst bekommen. Was war das für einer? Das war Flip, der Grashüpfer, ein ziemlich fauler Bursche. Er tut etwas für uns Bienen völlig Unverständliches. Er lebt ganz allein. Fräulein Cassandra, ich fliege jetzt hier lang. Aber Maya! Wiedersehen, Fräulein! Also dieses Kind... Jetzt hör mal zu, Maya. Ich kann nicht nur mit dir meine ganze Zeit vertrödeln. Das verstehst du hoffentlich. Ja, ich verstehe. Aber was machen die davon? Die bauen neue Waben. Und in die Waben legen sie die Eier. Warum machen die denn das? Weil die Eier in den Waben wie in einer Wiege liegen. Und in ein paar Wochen schlüpfen dann kleine Bienen, so wie du eine bist, aus den Eiern. Ich bin auch mal so ein Ei gewesen. Natürlich. Siehst du, wie sie in jede Wabe ein Ei legen? Siehst du, und dann kommt eine andere Biene und macht die Wabe mit Wachs zu. Das sind Arbeitsbienen, die nur im Stock arbeiten. Sie bauen die Waben und versorgen die Eier. Sie müssen sehr fleißig sein, denn unsere Königin legt jeden Tag viele Eier. Du kannst dir wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass du auch mal ein Ei warst, nicht wahr? Oh, Maya! Wo ist das Kind nun wieder hin? Oh, schwer.
geschafft. Da oben ist sie. Sehen Sie, Fräulein Cassandra, ich kann das auch schon. Ja, aber Moment mal, in eine Wabe nur ein Ei. Warum? Wenn Sie rausschlüpfen und sind zu zweit, können Sie sich unterhalten. Sonst ist es viel zu langweilig. Aber Maya, wir Bienen kommen nicht auf die Welt, um uns zu unterhalten, sondern um zu arbeiten. Ich muss mich über dich wundern, mein Kind. Solch merkwürdige Gedanken wie du habe ich nie gehabt. Ich finde es trotzdem besser, zwei Eier in einer Wabe. Jahrhundertelange Erfahrung hat es uns aber gelehrt, dass es so das Beste ist. Und warum ist es so das Beste? Man kann doch große Waben machen für viele Eier. Komm jetzt weiter, komm. Das riecht aber gut. Woher kommt das? Komisch, jetzt kriege ich gleich Appetit. Das glaube ich dir. Das macht der Honig, den du riechst. Ja, hier wird der Honig für den Winter gesammelt. Maya, komm sofort wieder her. Eine Biene nascht nicht. Das schmeckt aber prima, Fräulein Cassandra. Ach, was bist du doch für ein schreckliches Kind. Wie siehst du jetzt bloß wieder aus? Honig schmeckt gut, aber klebt so. Komm, ich kann es gar Zeit nicht mehr die Schule. Flügel bewegen. Morgen oder spätestens übermorgen werdet ihr zum ersten Mal ausfliegen und den blauen Himmel kennenlernen. Fräulein Cassandra, sagen Sie mir doch bitte, was ein blauer Himmel ist. Warte nur ab, bis du rausfliegen darfst aus dem Stock, dann bekommst du alles von mir erklärt. Aber glaube nicht, dass da draußen alles ein Spaß ist. Darum darf auch keine kleine Biene alleine rausfliegen, hörst du? Aha. Es gibt draußen eine Menge Gefahren, die auf euch lauern, über die müsst ihr erst Bescheid wissen. Ja, ich weiß das alles schon, Fräulein, weil ich bin ja zweimal sitzen geblieben, ja. Na Willi, dann weißt du ja auch, dass das eine Hornisse ist und unser schlimmster Feind. Sie sind 10-mal größer, als ihr es seid. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Kinder. Nein, ich wollte euch nicht erschrecken. Nun aber rasch wieder auf eure Plätze. Hier drin bei uns gibt es keine Hornissen. Da passen wir alten Bienen schon auf. Habt keine Angst. Auf dem Bild seht ihr einen Frosch. Fliegt niemals zu dicht über ein Wasser. Seiner langen, klebrigen Zunge entkommt ihr nicht, wenn sie euch einmal gepackt hat. Aber hier kommt doch niemals ein Frosch rein, mein Kind. Fräulein, soll das vielleicht bedeuten, wir dürfen nie dahin gehen, wo es Frösche gibt? So ist es, Willi. Merk es dir. Du heißt Willi? Ja, ich bin der Willi. Warum sprichst du denn so komisch? Das ist der Stimmbruch. Ich bin doch schon 2 Jahre. So, ich bin die Maya. Vielleicht hast du schon von mir gehört. Ja, aber nur schlimme Sachen. Du fragst das Fräulein Lehrerin Löcher in den Bauch und so. Die Welt hat wie alles 2 Gesichter. Ein schönes und ein weniger schönes. Wenn es zum Beispiel regnet oder stürmt, ist sie gar nicht schön. Dann sofort in den Stock zurück und unter den Blättern Schutz gesucht. Also heute zum Beispiel, wenn es draußen regnet und stürmt, was macht eine kleine brave Biene da? Na, weißt du's, Willi? Ja, da bleiben wir im Stock drin. Was würde denn einer Biene passieren, wenn sie heute doch rausgeht, Aber Kind, ich hab dir doch eben erklärt... Na du, was ist denn das für ein Tumult? Bleibt schön auf euren Plätzen. Ich bin gleich wieder da, ja? Was ist denn los? Die müssen, glaube ich, alle Luken dicht machen bei dem Sturm. Wo willst du denn hin? Ich guck schnell mal raus. Aber Maya bleibt da. Maya, du darfst nicht raus. Ruppla. Was ist denn das? Hey, was macht ihr denn? Ja.
streitet ihr euch denn? Das Blatt gehört doch auf Hund. Nanu, wo kommt denn die Vase her? Ruhe, seid ruhig, da kommt doch einer! Was ist denn hier los? Da ist er schon. Na, was weinst du denn? Ist sicherlich alles halb so schlimm. Und die anderen, seid erstmal ein bisschen ruhig. Willi, du bist der Älteste hier. Sorg du mal hier für Ordnung. Ja, ihr habt gehört. Also, ich bin jetzt hier der Lehrer. Ihr müsst machen, was ich da habe. Eine Hornisse! Ach, die ist doch keine echte. Das ist die, die wir vorhin auch gesehen haben. Wisst ihr nicht mehr? Aber weil ich jetzt der Lehrer bin, zeige ich euch gleich noch was anderes. Yes. Aha, eine Spinne. Also die Spinne spinnt. Darum heißt sie auch Spinne. Ist das klar? Ich habe schon mal eine im Vorbeifliegen gesehen, die hat Thekla geheißen und hat Geige gespielt. Na, Willi, ich glaube, du spinnst. Ich bin ihn nicht. Ich kann nicht Geige spielen. Das ist eine Tulpe. Der Honig der Tulpe. Das soll eine Tulpe sein, das glaubst du ja selber nicht. Naja, Lehrer kennt dich auch mal eher nicht. So. Das pustet ganz schön. Nee, so toll ist die Welt aber wirklich nicht. Und der Himmel soll blau sein? Was ist denn an dem Ganzen nun so schön? Was machst du denn hier? Und ihr anderen, habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt auf euren Plätzen sitzen bleiben? Sehr schön, Willi, aber nun setz dich auch wieder. So, und vielleicht kann mir die Maya jetzt sagen, was das ist. Hä? Oh, wo ist sie denn? Weiß jemand, wo die Maya ist? Hat sie jemand weggehen sehen? Ja, ich habe sie gesehen. Sie ist weggegangen. Und ich weiß auch, wo sie hin ist. Sie wollte raus und sich den Sturm ansehen. Oh, nein, sie ist schon wirklich ein ungeratenes Kind. Sie macht einem nichts als Ärger, nichts als Ärger. Schau mal an, jetzt sieht die Sache schon ganz anders aus. Ja, wenn die Welt immer so schön bunt und der Himmel immer so blau ist, da ist auch wieder der lustige grüne Karl von vorhin. Kommt aus euren Häusern raus und tanzt mit mir, singt mit mir, springt mit mir, Grillen spielen heute Nacht zum Tanzen auf. Kommt aus euren Häusern raus. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wie ein Karussell drehen wir im Kreis herum, um und um, rundherum. Eins und eins und eins, zwei, drei, es ist ganz leicht, ringsherum im Kreis herum. Ihr werdet mich verstehen, es ist wunderschön, wenn im Tanz die Bäume und Blumen um uns drehen.
kommt aus euren Häusern raus und tanzt mit mir, singt mit mir, springt mit mir. Grillen spielen heute Nacht zum Tanzen auf. Kommt und singt und springt mit mir. Und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Wie ein Karussell drehen wir im Kreis herum, um und um. Rundherum. Ringsherum im Kreis herum. Bravo, bravo, gut gemacht. Maja, Maja! Maja, wo kann sie denn bloß stecken? Maja, wo bist du denn? Antworte, mein Kind. Maja, ich bin es, deine Lehrerin, Fräulein Cassandra. Maja, sagst du? Maja, wenn du jetzt nicht sofort antwortest. Was schreien Sie denn so? Wenn Sie etwa diese missratene Göre suchen, die uns vorhin fast umgerannt hat, die steckt da drüben drin. Was reden Sie nur für einen Unsinn? Maja! Man sollte dir wirklich den Hintern versohlen, wo du schon so schön bequem da drin steckst. Hoppla! So, nun will ich dir mal was sagen, mein Kind. Zur Strafe, weil du überhaupt nicht hören willst, kommst du sofort ins Bett. Oh, muss das sein? Keine ich hab doch nichts Böses getan. Ja, wo kämen wir denn dahin, ich wollte mir doch nur tut, die Welt ansehen. So damit du es nur weißt, neugierige Kinder sind mir ein Graus. Ja, ja, schon gut. Und dass du mir ja liegen bleibst und schläfst. Naja, dass ich mich weggeschlichen habe, war wohl nicht richtig. Aber warum denn? Wenn ich wissen will, wie es draußen aussieht, ist das schlimm? Ich weiß was. Nächstes Mal passe ich besser auf, dass mich keiner erwischt. So mache ich's. Jawohl. Tja, das war also unsere erste Geschichte von der Biene Maja. Wir hoffen schon, dass sie euch gefallen hat, ja? Na, dann seid ihr nächstes Mal sicher auch wieder dabei. Da will ich euch schnell noch ein bisschen was verraten. Nächstes Mal ist es nämlich soweit. Da darf Maja raus aus dem Stock und fliegen. Natürlich nicht allein. Und Fräulein Cassandra passt auf, dass sie nichts anstellt. Na, ob der das gelingt.